face. Jo, ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Jump Leech hier auf dem Playmanity Server. Und ja, wir starten irgendwie schon die zweite Folge auf. Oh lol, 3 Brot, okay. Irgendwie das zweite. Also, nee, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es ist, glaube ich, schon das zweite Jump Leech Video, dass wir mit dieser Konstruktion hier starten, also mit dem Vorgebauten hier. Und ja, ist mir gerade. Oh Gott, jetzt hatte ich Sprungkraft. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Also, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht starten wir das nächste Video auch wieder mit der. Es wäre auf jeden Fall. Keine Ahnung, es wäre crazy. Aber ich wollte dieses Video nutzen, um. Oh nee. Ein Thema anzusprechen, wie ich es eigentlich jedes Video mache. Und ja, und zwar wollte ich so ein bisschen über die Resonanzen sprechen in letzter Zeit. Also, heißt die Likes auf. Oh nee. Oh Gott. Die Likes bzw. Dislikes auf ein Video von mir. Ich find's echt krass, also im positiven Sinne, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe jetzt die letzten Videos geguckt, was haben wir heute? Ich habe mein Handy ausgeschaltet, ich kann nicht gucken. Nee, ich glaube, wir haben heute den 19. Wir haben auf jeden Fall, hier. Heute ist, was ist heute? Montag, genau. Ich springe einfach zurück, okay. Ja, Montag, ich weiß nicht, welches Datum. Ich denke, 19. oder 8. 18. oder 19. Nee, 21. Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ich finde die Resonanzen auf die letzten Videos echt krass so. Ich habe mal die letzten Videos geguckt. So. Wir hatten die letzten 5 Videos kein Video mit unter 10 oder mit über 10 Dislikes. Das heißt, es waren einfach alle Videos unter 10 Dislikes, also manchmal waren es sogar nur 2, das war richtig krass so. Also das hatte irgendwie 400 Likes und 200 Dislikes, also die Resonanzen sind schon echt krass so. Und es sind ja auch teilweise schon fast 500 Likes. Ich hatte ja vor, keine Ahnung, vor einem Monat oder keine Ahnung, ich hatte immer so 200, 300 Likes und jetzt sind es auf einmal 490 so. Also einerseits frage ich mich, wo kommen die Leute her, ey? Und ja, es ist generell so krass, wenn du dir so vorstellst, 47 Leute, sagen wir einfach mal, die so deine Videos gucken. Ich weiß, es sind jetzt nicht generell alle, es sind auch inaktive, ist ja ganz klar. Aber so, wenn du dir so vorstellst, 5000 Aufrufe so auf ein Video pro Tag, allein 5000 Leute sind auch schon richtig krass. Aber so, endlich halt den Scheißparcours hinter mir. aber so 500 Leute, die dann, also es ist schon krass, so wenn dir 5000 Leute so zugucken, es ist schon, also regelmäßig zugucken, so eine kleine Community halt, ist schon echt eine geile Sache so. Und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Ich wollte jetzt irgendwie sowas machen wie, schaffen wir 500 Likes oder so, aber ich, keine Ahnung, ich bin nicht so der Fan von, außer von so Special Video, also so ein Special, wenn irgendwas war oder so. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn es irgendeinen Anhang hat oder so. Dann aber, keine Ahnung, ich bin halt nicht so der Typ, der so, ich will es nicht, nein, ich hätte da drauf müssen, oder? Oh, ich will es jetzt nicht, ich will es jetzt nicht Like Battlen bezeichnen, aber, ja, ich bin halt einfach nicht so der Typ schaffen wir so und so viel Likes, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber ich bin halt nicht so der Typ, die Leute sollen halt dann, ich sag's halt am Ende immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn die Leute das Video gut finden, dann bewerten die das auch. Kommentare, ich habe hier, Resonanz. Die Kommentare habe ich jetzt gerade gar nicht so geguckt, aber mich hat YouTube mal wieder erstaunt. Ich gucke so unter ein Video, dann sehe ich da so alle Kommentare und dann steht da die Zahl wie viel. So, da stand alle Kommentare in Klammern 5. Ich denke mir so, ja, gut, kann das sein? Dann scroll ich so runter, sind da ein paar mehr Kommentare. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie viele, weil ich die alle nicht gezählt habe. Aber ich kann sagen, da waren mehr als 5. Also, ich weiß nicht. Es ist mal wieder so ein typischer YouTube-Bug. Keine Ahnung, das ist zurzeit sowieso ein bisschen. Ich habe ja letztens auf Twitter, was heißt letztens? Das war vor einer Woche, oder? Ist irgend sowas. Hatte ich gepostet, Also auf jeden Fall war da bei dem Video, da können, wenn man, also für die Leute, die Videos auf YouTube hochladen, da steht halt, fügen sie ihrem Video einen Kommentar hinzu oder irgend sowas.
Und stand da irgendwie in keinem Deutsch, sondern in so, keine Ahnung, so Videotitel hinzufügen können oder irgendwie so. Also voll komisches Deutsch so. Und ja, ist halt so typischer YouTube-Bug, genauso wie gerade das mit den Kommentaren. Habe ich schon alles, ne? Ja, genau. Und ja, deswegen, keine Ahnung, YouTube ist zurzeit wieder, ich weiß nicht, ich will ein bisschen komisch. Oh nee. Aber es war, ist bei mir auch manchmal so, dass ich einfach kein Video hochladen kann. Ist ja das Coolste so. Da lädt bei mir einfach der normale YouTube-Uploader nicht. Dann öffnet sich da irgendwie so, keine Ahnung, so ein anderer Uploader irgendwie, der voll komisch ist. So. Aber es war nur einmal, da war glaube ich auch irgendwas mit dem Internet los. Und die erste Waffe, die ich in dem ganzen Spiel hier finde, ist eine Leistung nach hier 325 Blöcke. Oh nee. Oder bin ich Neon XP? Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Leistung, muss ich schon sagen. Oh ne, aber ich glaube, den Party habe ich auch noch nicht gespielt, kann das sein? Okay, der Jump war gerade ein bisschen risky. Nein, trotzdem geschafft, gut. Und ja, nochmal zu den Kommentaren. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch, so ist es ja nicht. Aber was mir der Beats nochmal gesagt hatte, ist so, man kann ja hier den Namen suchen, man kann ja YouTube suchen, ne? Müsstet ihr ja normal alle kennen. Und YouTube ist ja mit Google Plus verknüpft, so das müsste ich eigentlich auch wissen. So, und man hat ja natürlich jeder so eine eigene Google Plus Seite. Und oh Gott, oh ne, aber das ist Google Plus Seite, ist jetzt nicht das, über was ich reden will. Alter, was mache ich eigentlich? denn es wird ja eine rechts oben so angezeigt, die Aktivitäten so unter dem Video und generell, wenn man erwähnt wird so. Und ich blick da nicht durch. Also, keine Ahnung, ich check das System dahinter nicht. Marcel, also Beats, hat mir das irgendwie mal erklärt, so ganz strikt, so also nicht ausführlich, sondern so ein bisschen, weil ich hab's so gesagt, ey, was siehst du sie? Hat es mir so ein bisschen erklärt, aber ich blick da, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Man kann ja so filtern nach einem Namen oder wenn man bei Google Suche was eingibt, kann man da oben dann den, also wenn man dann schon gesucht hat, kann man ja filtern und dann und dieser Person, ob die ein Video hochgeladen hat von einer Stunde. Ich glaube, das ist Revolution. Ich kann mir mal was craften, aber ich habe keine Werkbank. Vielleicht kann ich ja jemanden looten dann. Was ich sagen wollte, man kann ja dann so filtern und da kann man auch filtern, ob, also so zum Beispiel, ob Videos von denen hochgeladen werden. Zum Beispiel so Speed Arts. Ich habe da dann Speed Arts gesehen, die habe ich in meinem Leben noch nicht einmal gesehen. Und das ist schon, ich weiß nicht. Also ich blick da durch die ganze Google Plus Ding noch nicht so richtig. Okay, ich habe es geschafft, GG. Okay, keine Ahnung, ich blick da nicht so richtig durch. Obwohl es eigentlich angeblich sau easy ist, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen zu blöd für. Und ja, ich habe gar nicht so gute Ausrüstung. Okay. Wo ist hier jemand? Hallo, da oben? Ja. Und ja, deswegen sehe ich vielleicht nicht alle Videos, die über mich handeln oder so. Oder Speed Arts oder so, die sehe ich halt meistens nicht. Es wäre am besten, jetzt kann ich das auch noch ansprechen, so, wenn ihr mir die auf Uni, auf Twitter oder so schickt. Aber da sehe ich das auf jeden Fall in meinem Verlauf. Also Twitter ist auch sowas, wo ich immer lese und immer alles sehe. By the way, ihr könnt mir auch auf Twitter folgen. Wenn wir jetzt schon dabei sind, könnt ihr mir auch auf Google Plus folgen. Ich weiß noch nicht, was das bringen soll. Was ich mitbekommen habe mit Google Plus so ist, wenn man so 1000 Follower hat, kann man irgendwie seinen Namen verifizieren lassen, dass man, also ihr wisst wahrscheinlich, was verifizieren ist so. Alter, jo, ihr hängt in dem Wand, ey. Verifizieren ist halt, dann ist halt so ein Haken, so ein verifizierter Name halt, dass man weiß, dass das diese Person, also kein Faker oder irgendwie sowas. Zumindest denke ich das. Ja, müsste nun mal so sein. Und ja, mehr bringt der Name, glaube ich, aber einen auch nicht. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Wenn ihr wollt, dass ich so einen Namen habe, könnt ihr mir ja gerne folgen. Aber ich verlange es jetzt nicht. Irgendwann sind so, ich glaube, ich habe da sogar zurzeit 490 Follower oder so. Das habe ich letztens sogar erst geguckt. und ja, so viel zu dem. Oh Gott, bekomme ich den auch noch? Ja, gut. Gut. Hat er eine Werkbank? Ne, was will ich von dem? So, ist jetzt die Frage. Ich will das Brot und das Essen. Ich kann noch was nehmen. Ich brauche aber nichts. Ich nehme das noch. Und, hä, kann ich hier? Take 3 Items? Aber, achso, es geht nicht mehr. Gut. Ich dachte, da werden die weniger. Aber angeblich. Und ich leck der, hallo? Was wollte ich sagen? Ja, genau. Voll abgeschwiffen so. Ich sehe auf jeden Fall alles, wenn ihr mir auf Twitter schickt. YouTube-PN lese ich auch alles. Aber da wird auch sau viel aus Spam markiert. Und das finde ich zum Beispiel auch. Oh mein Gott, was war das?
Oh ne, ich habe voll viel falsches Zeug rausgenommen, was ich gar nicht wollte. Zack, zack, oh ne. Hilfe, bitte hilf mir. Oh, ich habe nur noch 2 Leben und der, glaube ich, hat 3. Ist das Nicky Rider? Ne, Stormforce. Er hat auch noch 2. Okay. Oh, shit. Ich hoffe, bei dem in der Truhe war jetzt keine Werkbank. Sonst ist mein Eisenschwert weg. Oh, nee. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, nee. Oh, shit. Okay, ich laufe einfach mal ein bisschen. Play together with your friends in parties. / Party. Es gibt hier eine Party. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also, ich übersehe es auch viel. Fällt auch schon auf. Zum Beispiel auch, dass da eine Werkbank drin ist. Oh, nee. Uni. Ich muss wieder mal was essen. Das wäre gut. Was ich auch noch jetzt so ganz kurz ansagen kann, beziehungsweise besprechen kann. Ich habe ja auf Twitter so gepostet, also das ist jetzt nur so für die Social Media Leute, die mir da folgen auch. Ich habe zum Beispiel letztens auf Twitter gepostet, oder habe es auch im Video erzählt, so ist es ja nicht. Hier, dass ich ja so einen Film drehen musste, mit, also man war da nicht alleine, mit, oh, Tier. Oh, scheiße. Was mache ich eigentlich? Anstatt ihn anzugreifen, ich gehe auf die Kiste und klicke auf den Diamant. Oh, shit. Und ja, das habt ihr auf jeden Fall. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, cool. Cool. Okay, macht ihr mal. Ne, der rasiert mich auch. Naps, Alter. Ach, ja. Mehrens. Nein, im Pet. Spaß. Mann, was wollte ich sagen? Genau, Kurzfilm für Schule. Wir mussten das sowas drehen zum Thema. Hab ich das schon gesagt? Egal, ich sag's einfach. Zum. Nee. Hab ich das schon gesagt? Ich glaube, ich wollte es nicht ansprechen. Deswegen werde ich jetzt auch nicht sagen. ja, auf jeden Fall haben wir da einen Film gedreht. So, der dürfte Hexens, ja, erstmal bayerisch. Höchstens 5 Minuten werden. So, dass man da auch bei einem Wettbewerb mitmachen kann. So, und ja, wie soll es auch anders sein? Unser grandioser Film war natürlich keine 5 Minuten. Der war erstmal, also so, wir haben über was gefilmt, was ein relativ großes Volumen hat. Und dann kam da halt einfach mal, okay, der Kompass ist unnötig. Kam da halt einfach mal 120 Minuten Filmmaterial raus. Wir dachten so, jo, was machen wir jetzt? Weil wir können ja natürlich nicht da in dem Projekt, das wird auch schulisch benotet und so, ist halt so wie so ein Referat, was man vorstellen muss und dann so die Dreharbeiten und so, Leuvo hatte davor auch schon voll Iron, egal, so Dreharbeiten und so beschreiben muss, und da können wir natürlich keinen Stundenfilm laufen lassen, das ist klar. Deswegen haben wir, beziehungsweise ich, weil ich ungefähr der Einzige aus unserer Klasse bin, der sich mit sowas auskennt, haben wir den Film auf 8 Minuten runtergeschnitten. Oh nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Auf 8 Minuten runtergeschnitten. Also von einer Stunde und 20 Minuten ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht genau die Länge. Haben wir einfach 8 Minuten drauf gemacht. Wir haben halt dann nur ein kleines Thema so genommen. Ist trotzdem 8 Minuten geworden. und ja, das ist auf jeden Fall relativ, ich weiß nicht, krass, aber wir haben auch einen Kurzfilm gemacht. Unten halt ein. Kann man hier Pfeile blocken? Kann das sein? Weil. Oh Gott. Wir haben halt einen Kurzfilm und einen Langfilm. Der Kurzfilm geht 8 Minuten und der lange Film halt, wie gesagt, nicht. Ne, der geht 108 Minuten, glaube ich auch. 100. Ja, doch. Ne. Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall lassen wir den langen. Wir müssen da auch so einen Stand machen, habe ich, glaube ich, auch erzählt. Und dann lassen wir den einfach da laufen. Für die Leute, die Lust haben, können sie sich den. Hier einfach mal eine Stunde angucken. Ich will nicht sterben, ich will lieber nah in der Mitte sein. Ich will lieber nah in der Mitte sein. Wo ist denn die Mitte? Ist es da? Ja, ah ja. Und ja. 40 Sekunden noch, okay. Da ist die Mitte. Da werde ich dann auf jeden Fall gleich sein. Ich rag mich jetzt hier erstmal voll und dann boxe ich den weg. Dann bin ich da. Ich habe immer noch Zeit. Und ja, ich finde es ja auch cool, dass alle Leute oder alle Kameraden in der Schule so sagen, jo, kannst du meinen Film schneiden, so. Ich wäre nur ich der bin, der sich darüber auskennt. Na komm, jetzt kommt jetzt ganz komm her. Ist er dumm?
Oh mein Gott, aber wieso geht er denn da drauf? Okay, es war ein bisschen, ich weiß nicht. Also da hätte er nicht drauf gehen müssen, weil er hätte mich locker bekommen, weil er halt die bessere Rüstung hat. Deswegen glaube ich, hätte es gewonnen. Er hat mich auf jeden Fall gemacht. Weil er hatte auf jeden Fall die bessere Rüstung. Wäre dann nicht weggerannt, dann glaube ich, hätte mich auf jeden Fall tot geklappt, weil ich musste da ja hin. Und ja, das war es auf jeden Fall von der Champions League-Runde. Ich habe auf jeden Fall so ein oder andere Thema geredet, was ihr mitbekommen habt. Aber egal. So, hier gibt es jetzt auch einen Silent Hub, finde ich cool. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. So, wie ich es auch am Anfang gesagt habe. Und ja, ich sage es jetzt das zum ersten Mal dazu. Ihr könnt mir auch auf Twitter, ich habe zwar Facebook, aber habe es nirgendwo mehr, glaube ich, verlinkt, weil ich mag Facebook generell nicht, keine Ahnung. Bin nicht so der Facebook-Fan, deswegen habe ich kein Facebook, aber ich habe Twitter, wie gesagt, Instagram habe ich auch. Könnt ihr mir auch folgen. Apropos Instagram, apropos Real Life. Ich habe irgendwie wieder vor, die Facecam zu finden, aber ich weiß nicht. Soll ich Facecam machen oder die? Ihr könnt sie in den Kommentar schreiben. Und ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir wenn ihr da schaut, auf Social Media Plattformen vorbei. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.